Mein Name ist Janis Oberzacher. Mein Name ist Angelika Mitterbacher. Das Living Lab an sich muss man sich vorstellen wie so ein Ökosystem. Eigentlich kein klassisches Labor, sondern ein methodischer Ansatz, der es ermöglichen soll, von einer grundlegenden Idee über verschiedene Schritte bis hin zu einem Produkt zu kommen. Ja. Ein Parameter ist eben diese Nutzereinbindung von Anfang an. Und ein zweites Element ist, dass Technologien in diesem Living Lab entwickelt werden und auf ihre Anwendbarkeit überprüft werden. Also im Wesentlichen eher eine Innovationsmethodik als ein klassisches Labor. Probieren wir das gleich mal aus. Ziehen Sie mal die Handschuhe bitte an. Es geht bei uns ja immer darum, die Fähigkeiten von Personen zu unterstützen. Für uns ist es deswegen wichtig, bei unseren Entwicklungen einerseits Awareness zu schaffen, das heißt Personen mal einen Einblick zu geben, was bedeutet das überhaupt, wenn man zum Beispiel einen Tremor hat, was sind die Auswirkungen, ja, damit die im Sinne einer Benutzerzentriertheit dann ihre eigenen Ideen entwickeln können, um Technologien zu entwickeln, die anwendbar sind, die akzeptiert werden, die eine Funktion bringen, die für die Personen einfach einen Mehrwert an Lebensqualität dann bieten. Das ist ein Smart Home, das ältere Menschen eben unterstützen soll im täglichen Leben. Wir entwickeln ja Technologien für ältere Menschen. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, deren Bedürfnisse zu erfassen, über die ganzen Forschungsprojekte und den ganzen Zeitraum von Forschungsprojekten hinweg. Das zu übersetzen in technische Konzepte, diese dann umzusetzen und dann auch wieder das Feedback einzuholen von den Benutzern. Ja, okay, ja. Wenn das iPad irgendwo liegt oder irgendwo und die schauen nicht immer auf. Das heißt, das ist eigentlich ein Zyklus, der sich immer wiederholt. Die Aufgabe einer Hochschule ist es, visionär denken zu können und zu dürfen. Und das muss man immer machen. Auch wenn die Time to Product nicht mit 2 Jahren bemessen wird, sondern vielleicht mit 15 Jahren, ist es unsere Aufgabe, den Weg schon mal vorzugehen, damit zum richtigen Zeitpunkt dann bereits substanzielle Ergebnisse da sind, die übergeführt werden können. Und anders dürfen wir nicht denken. Ja. Eine Firma darf anders denken, aber wir als Hochschule eben nicht.